Hallo und willkommen zurück zu Shonenias Let's Plays und Hearthstone Heroes of Warcraft. Dem Story Mode vom Ruin der Scherbenwelt Höllenfeuerprobe. Kapitel 1 und jetzt die letzte Unsere Runde. Helden machen zum Kampf sich bereit, bevor einen weiteren der Rost ereilt. Ein friedlicher Ork, der Magar, wird von diesem Rostmonstrum bedrängt. Alle werden dienen, passiv. Zieht eine Karte und stellt bei eurem Helden 10 Leben wieder her, nachdem ein Dämon gestorben ist. Das klingt ja böse. Das heißt, ich darf keine Dämonen töten. Oder ich muss sie töten und dann mehr Schaden machen beim Überrennen. Na, das wird schwierig. Aber dafür kriege ich jemanden mit Lebensverknüpfung. Noch einer von diesen rostigen Unholden. Zurück! Dieser Ort gehört uns, aber euch nehmen wir auch. Gut, aber teuer. Ja, ist schon eine bessere Hand. So, beide rein, leider erst hinterher immer. Das heißt, ich werde ihn nie auf der Starthand haben. Dies war meines Volkes Land, bevor die Rostlegion uns fand. Ah, was für eine köstliche Seele. Lebensentzug, eure Heilung verdoppelt. Außenseiter beschwört einen gefangenen Homunculus. Und der hat ihn verdorben und direkt ins Deck gewischt. Okay, das ist ja mies. So, den finde ich ziemlich gut. Das war's. Das reicht, wenn man ihn mit Damage pusht. Leute! Ich kann mich nicht bewegen! Kommt gefälligst her, Piste! Gegner zieht eine Karte. Aber ich habe relativ viel Damage auf einmal. Euer Tod wird mir ein Okay. Für 4. Ich könnte das spielen und dann das. Wo ist jetzt der Mana-Kristall hin? Das hat doch gar nicht funktioniert gerade. Achso, beim Kampfschrei war das. Okay, nicht beim Todesröchern. Too bad. So, der muss weg, sonst kriegt der Dings. Und ich habe sie gezogen. Wenn er erwacht. Das heißt, die haben alle schon, ja, was bekommen. Ich könnte so machen, dann würde der sterben. Ich kann aber auch so machen. Wenn der den angreift und ich den, dann ist mit 2 Mana sind, ist der zumindest weg, wodurch er Leben kriegen würde. Wenn ich das auf ihn servere, wäre nur der weg. Aber ich hätte noch einen Diener dazu. Wenn ich so mache, könnte ich auch noch was anderes spielen. Die Frage ist, ja doch, so schon besser. Ah, okay. Ach ja, der kriegt immer noch durch die Heldenfähigkeit. Ist das böse. Aber gut, wenn ich alle möglichen Dämonen töte, dann kriegt er ja auch seine... Schade. Dann zieht er sein Deck ja auch leer. Oh, wenn der Schaden kriegt, kriegt er Dings auch Schaden. Damit könnte er besiegt werden. Und ich hole mir mal was. Ich glaube, da habe ich gerade mehr von. Weil ich es spielen kann. Oh, Mist. Damit würden alle sterben.
glaube, das Schlauste wäre, den zuerst zu töten. Machen beide aber auch 6 Schaden. Ich könnte den damit töten. Und dann noch einen Morlock, wodurch er mindestens eine Karte abwirft. Alternativ würde mein ganzes kleines Vieh sterben. Nee, dann so. Auf zum Schlachtfest. 2 Karten, 3 Karten vernichtet, das war doch schon mal sehr gut. Was kämpfst du? Sehr gut. Plus 10, das ist so böse. So, was machen wir denn mit dem da? Ich könnte das spielen und dann noch 3. Dann kriege ich den weg und dann noch den. Ich glaube, der wird am Kartentod eher sterben. Sind dazu bestimmt, der Rostregion wenn zu ich dienen. Das mache, nützt mir das nicht viel, weil der würde sterben. Wenn ich so mache, würde der sterben und dann kann ich... Ich glaube, das mache ich doch. Dann, wenn ich die beiden opfere und ich kann noch was anderes spielen, ja. Und wieder eine Karte weg. Und ich habe noch 6. Ich könnte jetzt so machen, aber ich glaube, oder das kriege ich auch Schaman seit. Ach nee, nur bei Dings. Dann mache ich doch lieber so. Je weniger ich auf der Hand habe, desto mehr habe ich von der Karte. Dann mache ich einfach so. Oh nein, 1, 2. Oh, dann macht er das. Ach krass, okay. Aber wenn ich das jetzt auch auf ihn mache, dann wird er auch zu einem. Das heißt, ich töte mir damit auch meine eigenen. Das ist natürlich auch böse. Ich mach so. Habe ich nur 15 im Deck. Ja, da ist er. 14. Ich habe eine neue Machtquelle gefunden. Noch sowas, okay. Aber er hat kaum noch Karten, die er ziehen kann. So, ich mach mal so und so. Und den dazwischen. Noch eins von diesem Pilzdinger. Ein leckerer Imbiss. Ich stelle den anderen gleich wieder, der auch wieder 5 hat. Nur noch tödlicher. Aber es stört mich eigentlich nicht. Weil er kaum noch Handkarten hat. So, jetzt könnte ich auch noch Varsch ziehen. Das mache ich erstmal. Mein Volk leidet. Erhebt euch, Priester. Wir sind da. Wir bekämpfen diese Rostgeschar. 3. Ich komme mit euch. Wie viel habe ich denn vorweg jetzt schon gemacht? Ich habe eine Karte gespielt. Und das sind 2. Das heißt, er kriegt plus 4, ist er 6. Aber mehr werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen. Ich kann selbst wenn ich jetzt noch ziehe. Die Bruderschaft. Ach Mist, hätte ich mir weiter rüberschieben können. Aber egal, so hat der Murloc. Ich mache 4 Schaden, dann kann ich den töten. Und damit hat er keine Karten mehr.
Dankeschön. Ihr seid mir direkt in die Falle. Dann ist zwar der Typ jetzt tot, den ich eigentlich retten müsste, das aber ja. Werdet ihr bereuen. So, dann schauen wir doch mal. Schamanzauber. Heilung. Aber Schaden bei dem. Dass seine Diener weggehen, ist ja eher das Ziel gerade. Ist das ein Dämon? Nein. Aber das und das. Wenn ich so mache... Kann ich mal lieber so. Okay, was machen wir da? Wir können das mal so machen. So langsam kann das nicht mehr wegheilen. Halt. Erst angreifen. Die wollen wir uns jetzt auch mal angucken. Drei Zauber. Das kann man häufiger einsetzen. Das lohnt nicht. Und noch eine Misha. Bam. Das ist Kapitel 1 der Höllenfeuerprobe. Er hört mich schon seit Wochen. Er wirkt anders als die anderen Orks hier. Wer seid ihr? Ich bin Karnuk. Ich habe mich geweigert, mich diesen rostigen Narren anzuschließen. Und dafür jagen sie mich. Bedrängt von Rost, der Zweifel nagt, doch die Stimme tief im Innern sagt: Was auch geschieht, das schwöre ich, ich lasse niemanden im Stich. Okay, es geht direkt weiter, wir müssen nichts kaufen. Ein geheimnisvoller Fremde gibt den Außenseiten Hoffnung und Rettung zum Schwarzen Tempel. Im Kampf mit dem Hexer scheint alles verloren. Wen hat wohl das Schicksal als Retter erkoren? Khanritat Prime, für unseren Außenseiter scheint alles verloren, doch da taucht unverhofft ein Retterin auf. Beschwört drei befreundete Dämonen, die in diesem Spiel gestorben sind, zerstört vier eurer Mana-Kristalle. Fast wie neu, für 10 Mana. Okay, das heißt, der Gegner hat erstmal 10 Runden lang keine Heldenfähigkeit, die er spielen kann. Sogenannten Rostlegion? Oh, die junge Nachtelfe und ihre Freunde, von denen ich schon so viel gehört habe. Wie kann er? Ich habe alle besiegt, die mir auf meinem Weg waren. So, Geheimnisbewahrerin und zwei Geheimnisse, das klingt doch gut. Mache ich erst das und dann das. Okay. Ihr habt noch so viel über diese Welt zu lernen, Kind. Er kann nichts machen, das ist schon mal sehr gut. Ich lass mich nicht in Kinder! Ihr seid mir direkt in die Falle getappt. Ihr seid bereits tot. Schnappi. Ich komme aus der. Die mag ich nicht. Beim PvP haben die meisten Spieler dann immer diese doofe Karte. So, haben wir es für zwei? Vielleicht ein Geheimnis? Ja.
könnte ich den besiegen. Das Problem ist, die meisten Dämonen sind stark und er konnte bisher nichts anderes spielen. Die Chance ist hoch, dass er einen starken Dämon hat. Ich glaube, ich greife einfach mal an. Stimmt, zum Besten greift da jemand an und ist weg. Oh nein! Dann kriegt er auch noch zwei einfach so. Noch eine giftige. Geil. Wildtier. Könnte ich meine giftige... Ich glaube, das mache ich auch. Eigentlich wollte ich erst das machen. Dann hätte ich drei Schaden in ihm machen können. Die Kobra hätte den getötet und einer von denen dann den. Wenn ich aber das mache, habe ich eine 5-6er Kobra. Könnte den töten. Und ich krieg halt auch noch eine Kobra reingemischt. So. Ich könnte aber auch angreifen, mache ich 12 Schaden. Aber ich glaube, hier ein bisschen was wegzuhauen wäre besser. 3 Schaden. Ach komm, wir gehen mal. Wir sind mal mutig. 2 Monster weg. Schon wieder, scheint besser. Nein! Da ist er weg. Komm, Retard! Lasst die Fremden gehen! Wollt ihr einen Kampf? Müsst gegen mich hier bestehen! Oh, na toll! Was war denn das jetzt, bitteschön? Was sollte denn das jetzt gewesen sein? So resolut. Welch Kühnheit, Tatkraft. Das war einfach nur bescheuert. Sie hat das gemacht, oder was? Einen feindlichen Diener hat sie nicht gemacht. Stattdessen hat sie alle unsere auf die Hand gegeben, wie bescheuert. Und sie habe ich aber nicht auf die Hand bekommen, weil sie eine Außenseiterin ist. Gut, die auch, aber die habe ich schon freigeschaltet. Achso, aber sie liegt auch noch. Ach, der beschwört die immer, wenn er kommt, okay. Na gut. Einen Mech, aber gut, den spotte ich jetzt einfach weg. Und greife direkt an. Oh, sehr nice. Ich tue, was ich muss. Sie könnte ich mir wieder auf die Hand geben. Und sie ist jetzt Außenseiter, erhält Verstohlenheit und giftigt. Und vernichtet einen Feindlichen. Dieses Land ist gefährlich. Sieht aus, als könnte die Hilfe brauchen, meine Freunde. Nochmal. Jeder hat seine Dämonen. Aber egal, ich mache mir jetzt genug Schaden. Ich tue, was ich muss. Es gibt Geschichten in meinem Volk von einem Tempel, erbaut aus Gold. Nun ist er schwarz, ein Halbblut herrscht dort, von Dämonen gefürchtet, sie meiden den Ort. Allein werden die Reise wir nie überstehen. Doch gemeinsam, ja, so könnte es gehen. So, dann bis zur nächsten Folge.